Die Katastrophe umkreist sein ganzes Werk. In seine Bilder über den Holocaust schleichen sich madonnenartige Schönheiten, pausbäckige Unschuldsengel. Für die Anbetung der heiligen drei Könige manipuliert er ein Gruppenfoto von Nazisoldaten. Nicht Adolf Hitler sitzt in deren Mitte, sondern Maria mit dem Jesuskind. Eine unheilige Allianz von Heiligenverehrung und Führerkult. Mit der christlichen Kunst, dem theatralen Ritual, beschäftigte sich Hellenwein schon als Ministrant in seinen Kindertagen. Auf der einen Seite war er beeindruckt und fasziniert von der Macht und Magie der Bilder. Auf der anderen Seite verursachte ihm die Welt zwischen Himmel und Hölle schlaflose Nächte, wie er selbst sagt. Die Kirche war nicht nur die größte Verbrecherorganisation aller Zeiten mit ihren Pogromen und Kreuzzügen und Hexenverbrennungen. Sie war, das muss man natürlich fairerweise sagen, der größte Mäzen und Förderer der Künste, den es je gegeben hat. Und wir verdanken ihr direkt und indirekt die größten Kunstwerke aller Zeiten. Apokalypse nannte Hellenwein eine Ausstellung, ein Zyklus der gefallenen Engel. Die verbrannten, fratzenhaften Wesen zwischen Leben und Tod hat er 1999 in der Dominikanerkirche im niederösterreichischen Krems gezeigt. Schlafende Engel, seltsam anrührende Bilder von missgebildeten, totgeborenen Kindern. Föten in Formaldehyd, aus dem Anatomisch-Pathologischen Museum Wien, zeigt Hellenwein als gescheiterte Hoffnung auf Leben. Eine Neuerfindung des magischen Realismus.